Sam, are you here? Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Survivor. Der letzte Adept-Versuch in dieser Reihenfolge. Suchen wir jetzt erstmal einen Totem. Ich suche mir keinen Totem. Ich gehe hinten stellen. Ist okay. Nee, ich komme nicht zu dir. Zu mir ein Totem. Okay, David liegt. Okay. Dann macht doch, was ihr wollt. Ist mir doch jetzt auch egal. Geht doch einfach fort. Damit ich hier immer was mache. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier die ganze Zeit bloß blöd rumstehe. Das geht natürlich auch. Man kann sich die ganze Zeit in der Ecke verstecken und hoffen, dass man... Aua! Die Luke kriegt. Aber das ist jetzt nicht so Ziel und Zweck der Sache, ne? Ach, nö. Er kommt schon wieder. Das war klar. Warum eigentlich ich? Bist du so grausam? Hau ab! Oh, no, no, no! Ja, genau. No, no, no! Das gibt's nicht. Der hat mich schon... Wow! It's bleeding bad. Das blutet schlimm. Ja, gut. Verstehe ich. Hey! Lara. Warum ein Totem? Hol mich. Hol mich nicht. Hol mich. Hol mich nicht. Hol mich. Jetzt bitte. Der kommt doch schon wieder. Der kommt schon wieder. Der kommt wieder. Der kommt wieder. Hier ist nicht mal der Keller. Oh nee, warum bist du jetzt hier? Geh doch fort. Ja, das war klar. Ach. Hier, ich komm dir entgegen. Not looking good. Mach doch sowas nicht! Der trifft aber auch. Oh. Das war keine Absicht. Das war aus Versehen. Ich will nicht schon wieder. Nein, geh weg. Überall der Typ. Natürlich! Hey. Gut, Schwein. Was mache ich jetzt? Den Jen suchen. Hier würdest du mal retten gehen, du Hornochse? Wie retten? Back to it then. Danke. Thanks.
her, schnell. Was ist denn hier? Ist doch runter. Was die machen da drüben, ist mir doch egal. Ich möchte auch mal bitte was Sinnvolles machen. Der hat Geißelhaken? Hier! Gehen Sie mal weg, Opi. Ich stehe nicht so auf alte Männer. Ich hing schon zweimal. Ich muss jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich bin doch am Arsch. Jetzt kommt er nicht wieder hierher. Ich kann den nicht so ausweichen. Aber Lara ist Mensch wieder geheilt. Jetzt guck deinen Schrank. Ja. Put me down. Okay. Das war's für mich. Sollte eben nicht so sein, ne? Schauen wir mal, wie es beim nächsten Besuch aussieht, ne? Ich will zuschauen. Ich will doch wenigstens wissen, ob die drei oder einer von den dreien rauskommt. Auch zwei Lara Knucks mit. Also ich muss sagen, Lara hat schon keine schlechten Perks. Soll ich gerade sagen, das sieht da nicht über was. Ich könnte mir vorstellen, der hat Geflüster oder sowas mit. Warum hörst du die hinter dem Rücken? Das war daneben, Lara. Deswegen hirscht sie hinter dem rum. Oh, hat er meinen Gen jetzt gerade fertig gemacht? Ja, nein, das war nicht meiner. Ah!
Einer fehlt noch. Was war denn das jetzt? David, Helle, wir schaffen das. Warum heilt Steve nicht mit? Bitte. Was meinst du? Oh, da hatte ich gefunden. Oh, da war zur Hälfte fertig. Zur Hälfte. Der ist blind, oder? Sie stehen wieder nah beieinander. Das war zu zeitig. Nee, doch noch geklappt. Schlüssel! Er trifft aber auch gut. Meine Güte! Aber er tut nichts lang. Ja.
Luke ist noch nicht gespawnt. Nee, dein Ernst! Los, wir lassen den Killer suchen. Die waren nicht weit weg, oder was? Naja gut, ich weiß jetzt nicht, was besser ist, die Luke zu suchen, da sie jetzt zu ist und man sie nicht mehr hört, oder das Tor einfach aufzumachen. Ich hätte schon zweimal dran vorbeilaufen können. Bräuchte sie das Perk vom Bill. Der sieht ja die Luke. Du nicht. Das war's. In meinen Augen vergeudet. Wenn der Killer jetzt genau vor dir die Luke zumacht, beziehungsweise du gleich um die Ecke bist und er die Luke zumacht, dann weißt du, wo die Luke ist. Dann kannst du den Schlüssel nehmen und die öffnen. Aber wenn du quer über die ganze Map rennen musst, um die Luke zu finden, weiß nicht. Weiß nicht. So. Jo. Das war's. Leider. Gott! Ich wünsche euch dennoch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight Survivor. Bis dahin. Ciao!